Ich glaube, wir können bald wieder in aller Ruhe dem Hedonismus frönen, können uns dem Hedonismus hingeben, also nach dem Lustprinzip leben. Hedonismus ist ja das Wort, was mein Vater mir immer hinterhergerufen hat, als ich noch klein war. Wenn mein Vater mich auf der Straße getroffen hat, dann hat er immer gerufen, Hedonismus, Hedonismus. Und erst Jahre später habe ich von meiner Mutter erfahren, was er wirklich gerufen hat, nämlich, hey, du Nichtsnutz. Ja, heute habe ich selber Kinder, ich rufe ihnen nichts hinterher, weil das, keine Ahnung, auf jeden Fall sind meine Kinder relativ gut durch die Krise durchgegangen. Sie sind, sie sind körperlich so ein bisschen, nicht mehr so ganz auf der Höhe, aber da kann man natürlich was machen. Ich habe jetzt eine Klimmzugstange unter die Treppe geklemmt und habe darunter Glasscheiben gelegt, also Glasscherben von den ganzen Rotweinflaschen. Und jeden Morgen hänge ich eines der Kinder an die Klimmzugstange und gehe Zähne putzen, einfach damit man wieder ein bisschen Adrenalin fließt durch die verlotterte Brut. Kann ich sehr empfehlen, wer Kinder hat, einfach Klimmzugstange kaufen. Es ist wirklich sehr, sehr schön mit diesen drei Kindern zu Hause. Es ist wirklich sehr, sehr schön mit den drei Kindern. Sehr, sehr schön. Es ist sehr, sehr schön. Das muss man sich einfach nur immer wieder sagen. Nein, es ist wirklich sehr, sehr schön. Die Kinder sind sehr, sehr umweltbewusst. Das finde ich sehr, sehr gut. Die Kinder wollen nicht mehr fliegen. Sie essen auch kein Fleisch mehr. Und das finde ich richtig. Die Kinder sagen auch zu mir, dass wir Erwachsene die Erde nur von ihnen geliehen haben. Und in dem Moment denke ich daran, wie meine Kinder mit den Sachen umgehen, die ich ihnen geliehen habe. Ganz genau. Ich war tatsächlich mal auch zur Liebe meiner Kinder mit bei einer Friday for Future Party. Das ist ja, Demo. Und ich bin tatsächlich mal mitgelaufen auf einer Friday for Future Demo. Wobei, es war eher Zufall. Ich war auf dem Weg zum Lidl und die sind den gleichen Weg gelaufen. Ja, keine Ahnung. Ich musste unbedingt zum Lidl, weil die hatten im Lidl ein Angebot. 50 Bratwürste für 2,69 und... Sowas lass ich mir nicht entgehen. Ich, alter Fuchs. Bei diesem Angebot 50 Bratwürstchen für 2,69, ja, da fragt man sich natürlich, kann das alles mit rechten Dingen zugehen? Ja, wie machen die das? Aber ich habe mich informiert bei Lidl und die haben mir gesagt, das wäre jetzt keine Bratwurst im klassischen Sinne. Ja, die haben gesagt, da würde auch sehr viel mit Resten gearbeitet werden. Da wäre viel drin, was die abends aufhegen bei Tönnies, also am Ende der Schicht. Da wäre viel Papier drin, viel Käsebrote, da wären Gummiteile drin. Die haben gesagt, das wäre streng genommen eine vegetarische Wurst. Ja. Und das ist genau das, was meine Kinder wollen. Dankeschön.